willkommen zu einem neuen Planungsvideo. Das letzte Planungsvideo ist schon jetzt eine Weile her. Wir haben zwar Ende Dezember unsere Kalender gebastelt, aber mittlerweile dachte ich mir, ist es mal wieder an der Zeit für so ein Video. Es ist jetzt Anfang des Jahres. Viele von euch haben sich bestimmt Jahresvorsätze oder Vision Boards gemacht und vielleicht struggelt der ein oder andere jetzt auch an seinen Vorsätzen. Ich persönlich habe mir für dieses Jahr noch keine Vorsätze vorgenommen, weil mein Jahresvorsatz, der einzige, der aktuell in meinem Kopf ist, ist meine Masterarbeit irgendwie gerade abzuschließen. Das ist auch gar nicht mehr so lange hin und ich bin auch echt langsam an einem Punkt, wo es wirklich stressig wird und deswegen dachte ich mir, es ist auch jetzt an der Zeit, ein Zeitmanagement-Hack-Video zu drehen. Vorab noch ganz lieben Dank für das tolle Feedback unter dem Kalendervideo, was wir Ende letzten Jahres veröffentlicht haben. Es bedeutet uns echt so, so viel und wir freuen uns auch über das tolle Feedback, was ihr uns in die Kommentare geschrieben habt. Deswegen danke dafür nochmal. Und dann würde ich sagen, let's go mit dem Video. Vielleicht kennt ihr das, eure To-Do-Liste sagt euch schon seit Tagen, dass diese eine Sache, auf die ihr gar keinen Bock habt, jetzt unbedingt mal erledigt werden muss. Vielleicht ist es das Texten für eine Abschlussarbeit oder dass ihr endlich joggen wolltet oder was auch immer. Und der erste Tipp, den ich für euch habe, ist, stellt euch doch mal einen Wecker auf ungefähr 15 Minuten und fangt einfach in den 15 Minuten an mit dieser Aufgabe, auf die ihr gar keine Lust habt. Ihr werdet merken, entweder ihr seid danach so im Flow, dass wenn der Wecker klingelt, ihr ihn einfach nur ausdrückt und jetzt wisst, ja gut, so schlimm ist es doch nicht, ich mache jetzt einfach weiter, bis es fertig ist und dann habe ich es hinter mir. Oder ihr denkt euch, endlich klingelt der Wecker, ich habe keinen Bock mehr, ich will jetzt einfach nur aufhören und dann tut das. Weil dann habt ihr immerhin 15 Minuten gearbeitet und 15 Minuten ist besser als gar nicht zu arbeiten. Und vielleicht macht ihr das am nächsten Tag nochmal und könnt somit dieses To-Do Stück für Stück einfach abhaken. Abhaken ist auch ein gutes Stichwort für den nächsten Tipp, nämlich wenn ihr euch To-Do-Listen schreibt, dann gewöhnt euch doch vielleicht an, wenn ihr eine Sache erledigt habt, die auch abzuhaken in eurer Liste. Denn das gibt euch ein gutes Gefühl und ihr seht direkt, visualisiert, was habt ihr geschafft und was ist noch zu tun. Und dieser innere Druck ist auch raus, weil ihr seht, geil, die Aufgabe ist erledigt. Es ist fast wie so eine Selbstbelohnung irgendwie teilweise schon. So geht es mir zumindest manchmal. Der nächste Tipp, den ich für euch habe, ist, plant euch feste Zu-Bett-Geh- und Aufstehzeiten ein. Wenn sich dann irgendwann deine Routine eingebaut hat, dann fällt es euch viel leichter, morgens aufzustehen und ihr seid einfach produktiver am ganzen Tag. Vielleicht habt ihr sogar eine Smartwatch oder sowas ähnliches zu Hause, was euren Schlaf tracken kann. Dann könnt ihr sogar eure Aufwachzeit auf eine Schlafphase stellen, in der ihr nur einen leichten Schlaf habt. Dann wird es noch einfacher aufzuwachen und ihr werdet nicht so aus euren Träumen aus der Tiefschlafphase gerissen. Ja, probiert es doch einfach mal aus, wenn ihr eh Probleme habt, morgens aufzustehen, so wie ich. Habt ihr schon mal von der 1-Minuten-Regel gehört? Diese Regel ist so simpel, wie sie klingt. Im Prinzip besagt sie, dass ihr die Dinge, die nicht länger als eine Minute dauern, sofort erledigt werden sollen. Stragt sie erst gar nicht auf eine To-Do-Liste, weil es dauert viel zu lange, als sie direkt zu erledigen. Zum Beispiel, ihr habt am Schreibtisch neben der Arbeit gegessen, räumt das Geschirr direkt in die Küche und in den Geschirrspüler. Oder ihr kommt von der Arbeit, habt eure Sachen ausgezogen und dann hängt ihr die Klamotten nicht über den Stuhl, sondern direkt in den Kleiderschrank. Ich denke, das ist so eine Regel, die nicht schwierig ist umzusetzen, weil sie wirklich nicht viel Zeit in Anspruch nimmt, maximal eine Minute. Und das Ergebnis ist umso effektiver. Vor einigen Wochen hatte ich während meiner Masterarbeit so eine richtige Tiefphase, in der ich einfach total stagniert bin in dem, was ich tue. Ich wusste nicht, oh Gott, ich muss noch so viele Konzepte ausarbeiten, aber ich kann einfach gerade nicht kreativ sein und ich bin in so ein richtiges Loch gefallen. Und da hat mir der Tipp von Vera geholfen, danke nochmal an der Stelle, dass man einfach auch mal Pause machen muss. Es bringt nichts, wenn man den ganzen Tag auf diesem einen Problem rumhackt und nicht zu Potte kommt, weil man einfach sich selber damit unter Druck setzt und sich blockiert. Deswegen habe ich an diesem Abend einfach alles beiseite geschoben, was irgendwie mit der Masterarbeit zu tun gehabt hat, habe was komplett anderes gemacht. Ich glaube, ich habe die Wohnung geputzt oder so, aber einfach irgendwas, wobei ich nicht über meine Masterarbeit nachdenken konnte. Habe mir diese Zeit gegönnt und am nächsten Morgen habe ich mir vorgenommen, das Erste, was es ist, wenn ich aufstehe und wenn ich mich fertig gemacht habe, ist, mich an den Schreibtisch zu setzen und weiterzuarbeiten. Und das hat wirklich geholfen, diese Blockade zu lösen. Also ich war davor so festgefahren in Probleme, die ich nicht lösen konnte, und nach diesem Tag oder nach diesem halben Tag Pause hatte ich wieder so viel Energie und so viel Motivation. Ich habe mich tatsächlich auch am Abend schon darauf gefreut, am nächsten Morgen mich der Lösung des Problems zu stellen, dass es tatsächlich funktioniert hat. Also
Manchmal braucht es echt nicht viel. Gönnt euch einfach mal eine Pause, um dann wieder mit voller Energie die Aufgabe anzugehen, die gerade ansteht. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch den nächsten Hack, den ich für euch habe. Er heißt Eat the Frog. Und das ist eigentlich nichts Geringeres als, wenn ihr morgens aufsteht, erledigt am Anfang direkt das, was euch auf die Nerven geht. Also eine Aufgabe, wie am Anfang des Videos beschrieben, die euch schon ewig hinterherhängt, zum Beispiel ein Telefonat, was ihr führen müsst, worauf ihr aber keine Lust habt, weil es irgendwas mit Versicherung oder was auch immer zu tun hat, mit denen ihr euch wenig auskennt, irgendwas, was ihr die ganze Zeit vor euch herschiebt, macht es direkt am Anfang des Tages. Denn dann ist es von der To-Do-Liste gestrichen, ihr könnt einmal durchatmen, es ist weg und ihr habt es erledigt. Und das verhindert auch so ein bisschen dieses Aufschieben, weil wenn man morgens aufsteht und es direkt erledigt, ohne drüber nachzudenken, dann ja, ist es einfach weg und ihr könnt euch danach freuen, wenn ihr es geschafft habt, denn oftmals sind es auch so Dinge, die einem im Kopf viel schwieriger vorkommen, als sie in Wirklichkeit sind. Also macht sie direkt am Anfang des Tages und ihr seid sie los. Wenn zum Beispiel auf eurer Vorsätzeliste für 2021 steht, ich möchte meine Wohnung ordentlicher halten oder ich möchte mehr Sport machen oder was auch immer, dann hilft es vielleicht dabei, sich einfach kleine Routinen einzurichten, in denen ihr diese Vorsätze einbaut. Und macht es lieber Schritt für Schritt, statt zu viel auf einmal zu wollen. Denn das führt dann oft dazu, dass man es dann letztendlich doch nicht macht. Ein Beispiel könnte sein, wenn ihr wollt, dass eure Wohnung aufgeräumter ist. Dann nehmt euch vor, morgens nach dem Aufstehen vielleicht 5 Minuten euch den Wecker zu stellen und einfach mal durch die Wohnung zu räumen. Und wiederholt es ein paar Mal und wenn es sich in die Routine morgens eingebaut hat, dann fügt die nächste Sache hinzu. Zum Beispiel, wenn ihr keine Geschirrspülmaschine habt, so wie ich, nach dem Essen einfach das gebrauchte Geschirr abzuwaschen. Und wenn sich diese Sachen einmal in die Routine eingebaut haben, dann denkt ihr eigentlich gar nicht mehr drüber nach, sondern macht ihr automatisch wie morgens das Zähneputzen. Und somit könnt ihr auch eure Ziele zwar langsam, aber stetig erreichen. Dann gibt es aber auch mal wieder Phasen, in der ich auch gerade stecke, wo die To-Do-Liste einfach so lang ist, vielleicht noch länger, und man gar nicht weiß, wo fange ich an. Und da ist es ganz wichtig, euch Prioritäten zu setzen. Ich hatte das, glaube ich, im letzten Video schon mal angesprochen. Setzt euch 3 To-Dos, die ihr an diesem Tag auf jeden Fall erledigen möchtet. Also macht diese 3 Dinge zu eurer obersten Priorität. Und wenn ihr das geschafft habt, dann könnt ihr auch die anderen Sachen angehen. Aber an solchen Tagen, wo euch wirklich alles über den Kopf wächst, hilft das euch auf jeden Fall, den Überblick zu behalten und nicht unterzugehen. Denn selbst wenn ihr dann nur 3 Sachen am Tag schafft, ist es besser, als wenn ihr vor dieser To-Do-Liste steht und am liebsten aufgeben wollt, weil ihr gar nicht wisst, wo ihr anfangen sollt. Deswegen schafft euch Prioritäten, das wird wirklich helfen, euch auf Dinge zu fokussieren, diese zu erledigen und dann wieder Platz für die anderen Sachen zu haben, die auch noch gemacht werden müssen. Ein weiterer Hack, um seine Ziele besser erreichen zu können, ist, holt euch einen Motivationsbuddy an die Seite. Das kann der Freund sein oder die beste Freundin oder Bruder, Schwester, wer auch immer. Es muss jemand sein, der euch motiviert, eure Ziele zu erreichen. Und zwar haben Vera und ich das dieses Jahr mit dem Sport gemacht. Vera und ich und 2 unserer Freundinnen sind in einer gemeinsamen WhatsApp-Gruppe, denn unser gemeinsames Ziel ist, dieses Jahr mindestens 3-mal die Woche Sport zu machen. Und dadurch, dass wir ein gemeinsames Ziel haben, motivieren wir uns in dieser Gruppe gegenseitig und schreiben immer rein, wann wir was gemacht haben. Und selbst wenn man dann mal in einer Woche steckt, in der man eigentlich gar keine Zeit und auch gar keinen Bock auf Sport macht, motivieren einen diese Bilder und Videos, die man bekommt, so sehr, dass man einfach seinen inneren Schweinehund fast von selbst überwindet und direkt sich auf die Yogamatte schmeißt oder nach draußen joggen geht. Es muss aber auch nicht immer jemand sein, der das gleichzeitig mit euch macht. Es kann auch jemand sein, der euch immer mal wieder daran erinnert. Und wie läuft's denn? Wie bist du vorangekommen? Hast du schon was gemacht? Denn so wisst ihr, okay, da ist jemand von außen, der immer mal wieder nachfragt. Somit wird irgendwie positiver Druck auf einen selber ausgeübt. Und somit erreicht man seine Ziele vielleicht leichter, wenn man merkt, boah, wenn ich mich alleine motivieren müsste, würde das nach 2 Wochen nicht mehr funktionieren. Also wenn ihr jemanden habt, der euch motiviert, ist es auf jeden Fall Gold wert. Jetzt sind wir auch schon beim letzten Tipp angelangt, nämlich besorgt euch einen Kalender, der euch glücklich macht. Vera und ich haben den ja im letzten Video gebastelt und der ist einfach so schön geworden, ich kann ihn ja noch mal ein bisschen zeigen, dass er auch einfach gerne benutzt wird. Und das ist im Prinzip auch der Trick.
Wenn ihr einen Kalender habt, der euch glücklich macht, den ihr gerne anschaut, dann macht es viel mehr Spaß, da drin zu planen. Es muss auch nicht immer so ein Kalender sein. Es kann auch ein Bullet Journal sein oder ein digitaler Kalender, der super aufgeräumt und ein cooles Farbschema hat. Aber sobald ihr irgendwas habt, was einfach eurer Meinung nach cool aussieht, was euch motiviert, dann ist es nochmal viel leichter, darin zu arbeiten und seine Ziele einzuhalten, als wenn ihr alles nur auf lose Zettel schreibt, die irgendwo verloren gehen, die einfach langweilig aussehen. Und auch wenn es ein bisschen oberflächlich klingt, aber ich habe gemerkt, dass mir das wirklich hilft. Einfach nur, weil er gut aussieht. Und es ist ja auch nur ein Kalender, also mein Gott. Deswegen, wenn ihr ein bisschen Zeit habt, gestaltet doch mal eure Kalender. Und vielleicht hilft es ja euch dabei, ein bisschen motivierter zu bleiben. Ich finde, bei diesen 10 Tipps merkt man total, dass es oftmals nicht viel braucht, um produktiver zu sein. Dass es einfach nur ein Timer ist, den man sich stellt oder einen schönen Kalender, den man hat oder jemanden, der von außen immer mal nachfragt und schon gehen einem die Aufgaben leichter von der Hand. Wenn ihr noch ein paar weitere Tipps habt, denn es gibt bestimmt noch so, so viele, dann schreibt sie doch gerne unten in die Kommentare. Und nicht vergessen, Vera und ich haben im letzten Video schon dazu aufgerufen, wir wollen gerne mal wieder ein Q&A mit euch machen, denn das letzte ist jetzt schon mindestens ein halbes Jahr her und es sind einige Abonnenten dazugekommen. Also ja, wenn ihr Lust dazu habt, dann scheut euch nicht, eure Fragen uns zu stellen. Wir beantworten sie gerne. Und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns doch gerne einen Daumen nach oben. Teilt das Video mit euren Freunden, um uns zu unterstützen. Abonniert unseren Kanal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!